Vor allem stärkere Feinde. Die andere gute Sache ist, dass Lena und Grimm scheinbar mit uns ein bisschen mitleveln. Also auch etwas stärker werden. Und ja, Eiselfen. Gibt's ja auch. Einige. Versperren uns da sogar den Weg. Okay. Das Kita-Lager ist im Eimer. Wir können uns jetzt auf dem Weg in die Sturmfelsen machen. Und ja, nachher müssen wir dann halt hier durch. Axtwirbler und Klauenreißer. Goblin-Beulenmacher. Stärkere. Kriecher. Aber jetzt erstmal durch das Portal in die Sturmfelsen. Und dann sehen wir, was uns da erwartet. Was ist das? Oh, Runenkrieger. Oh. Runenkrieger, mächtig. Helfen, Skerks. Wir sind in Eile, Wicht. Was ist denn mit euch geschehen? Janina, sie ist sehr krank. Wir bringen Janina zu Hulu, großem Heiler. Aber garstige Katzen uns angreifen. Wir getrennt von Janina. Janina verloren. Ihr Janina helfen, nicht weit im Norden sie ist. Ja, ihr Janina helfen. Geht und erschlagt garstige Katzenwesen. Janina. Sie gehörte zum Widerstand. Wir glaubten, sie sei tot. Sie war der Grund, dass Dunhan sich mit allen zerstritt. Wir müssen ihr helfen. Ja, vielleicht kann sie uns zu Dunhan führen. Ja, Norden ihr gehen, folgen Weg bis Kreuzung. Dort Janina irgendwo. Okay. Skerks. Ja, so heißen die Skerks. Ihretwegen hat Dunhan den Widerstand verlassen. Narretei. Liebe. Mein großer Krieger. Bereit. Wir sollten versuchen, sie zu befreien, aber wir werden Verstärkung brauchen. Folgt mir. Ja, da kommt das Ork-Monument hier ins Spiel. Und wir haben Stufe 3 erreicht. Yay. Also gehen wir erstmal auf schwere Rüstung und große Klingenwaffen, damit wir das Barbarenschwert benutzen können. Dafür brauchen wir noch eine Stufe für die alte Lederhose. Hier, sofort. Ja, wir haben zwei Skerks. Mir nach. Als Unterstützung. Da oben ist Janina. Schnell. In die Schlacht! Und ja, was sagt die Quest? Janinas Fluch. Befreit Janina von den Kita nördlich des Portals. Ja. Janina, ein totgeglaubtes Mitglied des Widerstands, sucht in den Sturmfelsen nach Heil für ein seltsames Leiden. Sie war der Grund, warum Dunhan sich mit den anderen zerstritt. Janina wird nördlich des Portals von plündernden Kita gefangen gehalten. Sie kann vielleicht wertvolle Hinweise zu Dunhan liefern. Hier, sofort. Mhm.
Und los! Wir gucken erstmal, was hier oben ist. Also hier ist auf jeden Fall jede Menge Holz. Was haben wir eigentlich nochmal alles an Gebäude für Orks? Haben wir ja nicht viel. Fischer, Jäger, Nahrungslager, Holzfäller, Schnitterzelt. Oh, wir haben ja nicht mal ein kleines Haupthaus. Okay, das heißt, viel wird erstmal eh nicht dabei rumkommen. Ja gut, hier ist ja auch nicht mal Lenia. Hier sind ein paar Fischis. Auf meinen Befehl. Also ja, mehr als ein paar Holzfäller und... ein Keulenschnitzer brauchen wir. Was wollt ihr? Arbeit? Immer nur Arbeit. Wohin? Ja, ja! Auf mein Zeichen. Außer wir gucken uns weiter nach vorne noch um. Oh, Kita Speer. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Vorwärts. Ist was denn also? Ich bin müde. Wo sonst? Ja. Gut. Wohin? Ja, schon gut. Also ja, jetzt können wir gerade mal nur ein paar Schläge. Ja, schon gut. Was wollt ihr sonst? Ausbilden. Sobald wir Keulenschnitzer haben halt. Das Gebäude ist einsatzbereit. Weil es bringt nicht mal uns etwas Nahrung zu sammeln, wenn wir kein Haupthaus haben, in dem wir es ausgeben können. Und ohne Haupthaus können wir auch kein Nahrungslager bauen. Ja, ein paar von den Schlägern, Prügelknaben dann. Ja. Wohin? Schon mal ein guter Anfang, oder? Na los! So kriegen auch mal ein bisschen die Einheiten, die man eigentlich total vernachlässigt hat in Order of Dawn. Weil man eh schon bessere Einheiten hatte, ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ja, Skeks sind, so heißen die Sklaven der Dunkelelfen, also die man als Bau- und Arbeitseinheiten hatte. Was wollt ihr? So, ihr bringt Holz von hier. Hätte wahrscheinlich die Holzfällerhütte eher hier drüben errichten sollen, aber ist egal. Ihr holzt einfach ab, was geht. Holz würde ich nämlich hier jetzt nicht unbedingt als Mangelware sehen. Womit sind Schläger eigentlich bewaffnet? Mit einer Holzkeule.
Ja, erstmal 5 Schläger, dass wir hier unten das hier klären können. Krieg! Ja, ein Schläger. Ist liegt nicht so ganz nackig wie zum Beispiel die Schläger der schwarzen Faust. Wenn man sich noch an die erinnert, das waren unsere ersten großen Gegner in Order of Thorn. Aber jetzt den Eindruck machen, als ob man mit ihnen Krieg gewinnen kann, tun sie jetzt auch nicht gerade. Was liegt an? Vorwärts, vorwärts! Die sollten allerdings reichen, um da bereit unten das Spinnennest sofort auszuräuchern. Und los! Wir haben auch einen Scare-Keiler. Ja, vorwärts. Ich rieche Blut! So, ihr folgt mir jetzt einfach mal. Wir werden angegriffen. Vorsicht, Gegner! Genau. Das ist ein Hinterhalt! Ork bei Silberbogen. Okay, ich kann noch mal ein paar Schläge ausbilden. Oh, du bist ein Speer, den wir töten sollten. Gut, du bist tot. Also ja, eine sehr schlichte Basis, die wir eigentlich gerade haben. Was liegt an? So, mehr Einheiten können wir ja auch gerade nicht wirklich ausbilden. Oh, ein kleiner Drache. Dann halten, Männer! Hinterkommt! Okay, waffen wir mal. Wir werden angegriffen. Tod den Feinden! Standhalten, Männer! Ob wir uns mit dem schon anlegen sollten, ist fraglich. Aber wir tun es einfach mal. Das soll schon schief gehen, außer dass wir sterben. Das ist ein Hinterhalt. Au. Hinterkomm! Das ist ein Hinterhalt. Clanbrüder zu mir. Die meinen es ernst. Okay, er ist tot. Krieg! Und wir haben ordentlich was an Leuten verloren. Inklusive unserem Heiler.
Barbarenhelm. Tue wie befohlen. Für den Clan. Okay, euch beide mal über den Jordan schicken. Heilen können wir euch nämlich noch nicht. Und dann holen wir uns einfach neue Truppen, während